Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der St.-Olschi Kirche. Die St.-Olschi ist eine moderne Religion. Sie hat eine Lehre, die L. Ron Hubbard selbst aufgeschrieben hat. Und es dreht sich um Wissen, es dreht sich um Wahrheit. Und L. Ron Hubbard hat sehr weit geforscht, um Menschen helfen zu können, dass sie sich selbst besser verstehen, dass sie andere besser verstehen. Und dieses Wissen hat er aufgeschrieben. Man kann es in kleinen Teilen studieren und man kann es natürlich auch im Ganzen als die Lehre der St.-Olschi studieren. Die St.-Olschi hat einen schrittchenweisen Weg, der einen in Richtung Freiheit, in Richtung mehr Selbstbestimmung führt, in Richtung persönliche Integrität und in Richtung sehr viel Glücklichsein und rund und geschlossen sein mit sich und anderen. Das ist ein spiritueller Weg und ich kann diesen Weg jedem ans Herz legen, der daran interessiert ist, die Wahrheit zu finden. Das Wort St.-Olschi kommt von Skire und Ologie. Zusammengesetzt wäre das die Lehre vom Wissen oder ganz einfach Wissen, wie man weiß. Und ich werde jetzt das Glaubensbekenntnis der St.-Olschi-Kirche lesen, denn dadurch kann man eigentlich ganz gut einschätzen, was die Religion so in sich hat. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen, dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben, dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt, zu überleben, dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag gibt es noch ein weiteres Kapitel aus diesem Buch. Dieses Buch habe ich schon öfters in die Kamera gehalten. Es ist St.-Olschi, eine neue Sicht des Lebens. Mehrere Kapitel zu verschiedenen Themen. Man kann im Inhaltsverzeichnis nachgucken und einfach zu jedem Thema etwas finden, was man gerade gebrauchen kann. Und man kann natürlich auch einfach dieses Buch von Deckel bis Deckel durchlesen und durchaus immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen. Ich habe das vor kurzem mal wieder gemacht. Das hat mich auch drauf gebracht, diese Sonntagsandachten mit diesem Buch zu halten. Das letzte Kapitel darin heißt Meine Philosophie und das ist natürlich nicht meine Philosophie, obwohl ich sie gerne als solche weitergeben kann, weil ich mich da einfach anschließe, sondern es ist L. Ron Hubbards Philosophie. Das habe ich auch in den Titel für die heutige Sonntagsandacht reingeschrieben. Vielleicht sollte man als erstes klären, was eine Philosophie ist. Eine Philosophie ist
Also das Gebiet Philosophie ist natürlich ganz, ganz alt. Es gab ganz, ganz viele Philosophen, die versucht haben, über das Leben zu schreiben, über die Wahrheit zu schreiben, über das, was hinter den Dingen steckt. Grundsätzlich ist ein Philosoph einer, der hinter die Dinge guckt, der die Wahrheit hinter den Dingen sucht, der schaut, warum ist etwas so und der sich fragt, wie könnte man es besser machen. Es geht immer um ein Streben nach Weisheit und es geht immer um Kenntnis von Dingen und ihren Ursachen, und zwar theoretisch und praktisch natürlich. Philosophie war über lange Zeit ein Fachgebiet, wo sich nicht jeder damit befassen konnte, weil man Zugang zu den Lehrsälen brauchte oder einen Zutritt zur Universität, wo sie gelehrt wurde, oder zumindest musste man imstande sein, dicke Bücher lesen zu können und die Wörter darin zu verstehen. Gar nicht so leicht immer. Ich habe schon verschiedene Bücher über Philosophie angegriffen und ich muss selber sagen, da ab und zu steht man davor und sagt, nee, also das verstehe ich jetzt nicht. Wenn man ehrlich ist. Wenn man nicht ganz ehrlich ist, dann kann man natürlich sagen, ich habe das Buch gelesen. Das ist dann schon mal ganz gut, aber was ist jetzt diese Philosophie? Ehrenhabert schreibt über seine Philosophie und dass er drei Grundsätze benutzt in seiner Philosophie. Und der erste Grundsatz besteht darin, dass Weisheit allen zusteht. Er sagt, sie muss Bürgern und Königen einfach gleichermaßen zustehen. Es kann keinen Unterschied gemacht werden, wer diese Philosophie lesen darf, wer sie anschauen darf, wer sie benutzen darf, sondern Philosophie muss für alle da sein. Gut, das ist, glaube ich, ein Grundsatz, den keiner von uns irgendwie anfechten möchte. Wo man dran arbeiten könnte, ist, dass man Philosophie auch einfach leicht verständlich formuliert. Denn es ist, wie ich sagte, also aus manchen Büchern habe ich nicht mal den Titel richtig verstanden. Und dann ist das natürlich schade, wenn hier das so aussieht, als hätte man ganz viel Wissen und kommt aber an dieses Wissen nicht dran. Das wäre eigentlich das Gleiche, wie das Wissen gleich wegzusperren und sagen, das ist nicht für die einen oder für die anderen. Genau, also sein erster Grundsatz ist, Philosophie muss irgendwie verständlich sein, sie muss zugänglich sein. Den zweiten Grundsatz nennt er und er sagt, eine Philosophie muss anwendbar sein, die muss was mit dem Leben zu tun haben. Eine Philosophie ist tatsächlich ja eigentlich nur so tauglich, wie sie umgesetzt werden kann. Und das Gleiche könnten wir jetzt über die Wissenschaften sagen. Eine Wissenschaft darüber, wie man eine Brücke baut, ist nur so tauglich, wie diese Brücke dann auch tatsächlich steht und stehen bleibt und irgendwelche Fußgänger oder Fahrzeuge über diese Brücke drüber kommen können, ohne dass die Brücke umfällt. Mit der Philosophie ist das auch nicht anders. Wenn wir jemanden treffen, der krank ist oder der unglücklich ist und wir ihm helfen möchten, dann möchten wir gerne eine Methode oder eine Philosophie haben, die ihm dann tatsächlich hilft. Also es muss anwendbar sein. Zweiter wichtiger Grundsatz. Ein Kommentar dazu. In modrigen Büchern verschlossenes Wissen nützt niemandem etwas. Der dritte Grundsatz dazu ist, dass jedes philosophische Wissen wirklich nur einen Wert hat, wenn es wahr ist oder wenn es anwendbar ist. Und das mit der Wahrheit von diesen Philosophien, nun, das ist so eine Sache, weil den Wahrheitsgehalt von einer Philosophie kriegen wir ja eigentlich nur raus, wenn wir versuchen, das im Leben umzusetzen, wenn wir ausprobieren, funktioniert das tatsächlich. Das ist so wie die Grundsätze über das Ingenieurwesen oder die Grundsätze darüber, dass Wasser verdunstet, wenn man es auf eine gewisse Temperatur bringt, oder das Eis schmilzt, wenn man es in das heiße Wasser reinwirft oder wie auch immer. Diese Grundsätze, die sind alle nur so viel wert, wie sie tatsächlich anwendbar sind. Und mit Philosophie ist das eben auch so. Ehrenhabert erwähnt an dieser Stelle, dass diese drei Grundsätze, die ich da gerade aufgezählt habe, dem Gebiet der Philosophie teilweise so fremd waren, dass bei seinen ganzen Recherchen einfach nichts davon richtig zugetroffen hat. Und so kam er dazu, dass er seiner Philosophie einen eigenen Namen gegeben hat. Deswegen das Wort Scientology. Und das bedeutet Wissen, wie man weiß, wie ich vorhin schon erklärt habe. Ehrenhabert sagt auch, dass eine Philosophie nur ein Weg zum Wissen sein kann.
weil man einer Person zeigen kann, schau mal, hier steht was, hier ist ein Buch, kannst du lesen, kannst du umsetzen oder man kann es ihm sogar erklären, was drin steht. Aber es kann nur der Weg sein, weil man kann eine Person ja nicht dazu zwingen, dass sie etwas weiß. Und man kann sie auch nicht dazu zwingen, dass sie einen bestimmten Grundsatz umsetzt. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass Stehlen für mich einfach gar nicht gut ist und ich klaue dann trotzdem was, das ist schon ein bisschen durchsetzbar, aber nicht so richtig von innen. Deswegen Philosophie anwendbar, aber die Person muss diesen Weg selber gehen können. Die muss selber entscheiden können, das möchte ich jetzt oder das möchte ich jetzt nicht. Eine Sache, auf die Philosophie immer mal wieder stößt, wo sie dran anstößt, wo es nicht weitergeht, ist, weil es immer Menschen geben wird, die nicht der Meinung sind, dass mehr Wahrheit richtig ist oder dass mehr Freiheit richtig ist. Das sind solche Elemente, die andere gerne unten halten, damit sie innen nicht so gefährlich werden. Ich erwähne diese Elemente nur, weil es sie tatsächlich gibt. Es gibt andere Sonntagsandachten, wo ich das Thema schon genauer auseinandergenommen habe mit der Unterdrückung. Also dieser kleine Prozentsatz von Menschen, der dazu neigt, einfach andere runterzudrücken oder klein zu halten, der nicht interessiert ist an der Wahrheit, der ist immer ein Hindernis für Philosophie und deren Umsetzung. Ist vielleicht nicht so wichtig, sollte man aber trotzdem wissen, weil man da durchaus reinläuft. Wenn man sagt, ich habe etwas gefunden, was die Wahrheit ist, ich habe etwas gefunden, was sehr, sehr gut ist, was mir gut tut, was dir gut tut, dann könnte die Antwort ab und zu mal sein, mach das nicht, das ist nicht gut für dich. Und wo diese Antwort dann herkommt, kommt meistens aus so einem Bereich von Unterdrückung. Erwin Hubbard erzählt noch ein bisschen weiter in diesem Kapitel. Er erzählt seine eigene Geschichte. Er erzählt, dass er sehr viel menschliches Elend gesehen hat, dass er als junger Mann durch Asien gewandert ist und die Qual und das Elend überbevölkerter und unterentwickelter Länder sich genau angeguckt hat. Und er hat die Gleichgültigkeit wahrgenommen, die der Mensch gegenüber dem Menschen hat. Und das hat ihn immer gestört. Und er hat immer versucht, sein Wissen dazu zu benutzen, anderen zu helfen. Und ja auch immer, also hunderte von Malen ausgedrückt, dass jedes Stück Wissen nur so gut ist, wie es auch anderen tatsächlich helfen kann. Er sagt im gleichen Atemzug, dass er eben kein abgeschiedenes Leben gelebt hat, dass er nicht im Elfenbeinturm saß und über die Welt philosophiert hat, sondern dass er immer sich Mühe gegeben hat, am Leben selbst dran zu sein und zu gucken und das Leben selbst auch zu genießen und Spaß damit zu haben und trotzdem immer weiter zu gucken, wie er anderen Menschen helfen kann. Sein Ursprung zu Dianetik, Dianetik ist die Vorgeschichte von Scientology oder ist das erste, was dazu existierte und Scientology folgte direkt danach. Das erste zu Dianetik hatte er bereits erforscht, wo er dann im Zweiten Weltkrieg als Offizier untauglich geschossen war. Er war blind und er konnte sich nicht mehr bewegen. Also er wurde wirklich als dienstuntauglich abgestempelt. Und er sagt von sich, er hat einen langen Weg zurück gehabt. Er konnte aber diese Grundsätze von seiner Philosophie umsetzen und anwenden, um dann einfach zurück zum Leben zu finden. Ganz sicher ist es seine Philosophie, dass man andere am Wissen teilhaben muss, dass man anderen helfen kann und sollte und dass man alles tut, um einfach die Zustände um sich herum zu verbessern. Und die letzten Sätze aus diesem Kapitel kann ich einfach vorlesen. Er sagt, ich kenne niemanden, der ein Monopol auf die Weisheit dieses Universums hat. Sie gehört jenen, die sie benutzen können, um sich selbst und anderen zu helfen. Wenn die Dinge ein bisschen bekannter und besser verstanden wären, würden wir alle ein glücklicheres Leben führen. Und es gibt einen Weg, diese Dinge zu kennen und es gibt einen Weg zur Freiheit. Das Alte muss dem neuen Raum schaffen. Unwahrheit muss durch Wahrheit aufgedeckt werden. Und die Wahrheit wird sich, auch wenn sie bekämpft wird, am Ende immer behaupten. Zeit für ein Gebet. Das Scientology-Gebet für völlige Freiheit.
Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Woche. Vielleicht habt ihr Zeit, mal in dieses Buch reinzugucken und doch ein paar Kapitelchen draus zu lesen, die euch gerade recht kommen. Jedenfalls wünsche ich euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, ein bisschen Wissen dazu zu erwerben, denn Wissen ist das, was man mit in die Ewigkeit nimmt. In diesem Sinn, eine gute Woche.